Hallo und herzlich willkommen zurück bei Returnal. Wir leben immer noch recht nah am Limit. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier dieses Areal gesäubert haben. Wir befinden uns gerade im roten Lande, sodass wir irgendwie da hochkommen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie. Weil, kommt man da überhaupt hoch? Wir müssen auf die nächste Ebene kommen, irgendwie. Wie kommen wir denn auf die nächste Ebene? Ich hätte halt gern den Haken schon. Ich glaube, der Haken würde uns einiges erleichtern. Aber irgendwie, da vorne geht's. Geht's da vorne hoch? Was ich jetzt natürlich nicht gern hätte, nochmal ein Gegner. Ah. Bitte nein. Wir hatten schon zweimal diese Krakenviecher. Okay. Bitte kein Harz. Oh nein, warum? Ich will kein Harz. Das Harz bringt mir nichts. Oh. Schildfiole, die ist gut. Macht mich wahnsinnig. Hör drauf, die kräuchen. Das ist so schrecklich. Was man hier Süßes. Behebt oder verhindert eine Fehlfunktion, löst sich danach von selbst auch eine große Menge Leistung. Nee. Da bin ich nicht so der Fan von. Hä? Ach, man kann noch ein Stück höher. Wo fliegt man denn hin, wenn wir das benutzen? Bitte, bitte nicht. Bitte, bitte keinen Weg mehr. Bitte. Bitte nicht. Oh, schon so eine Angst, ey. Enthält oft wertvolle Gegenstände. Oh Gott, ey. Nein, keine Gegner, bitte. Ach, nee, wir haben... Nee. Oh Gott. Da unten ist das, wo ich hin will. Hoffentlich ist es eine große Menge Unversehrtheit. Wenn jetzt hier irgendwas rauskommt, ey, dann muss ich leider weinen. Bitte lass nichts drin sein. Nein! Meine Angst ist nicht moderat, meine Angst ist sehr stark. Okay, wie kommen wir jetzt hier runter? Da ist noch ein Xenotech-Gerät. Kommen wir denn jetzt zu diesem Xenotech-Gerät, jetzt wo wir einmal hier oben sind? Ist das über uns? Nee. Ja. Will ich hin? Ist das eine Etage? Ach ja. Interessant. Ach nee, das ist doch schon wieder ein Harz. Oh, endlich. Ist doch kein Harz gewesen. Er war jetzt hier reingerannt. Was gibt's hier? Wenn es uns schon gegeben wird, dann nehmen wir das mal mit, oder? Also. Sie sind da oben noch. Oh. Oh, ein Äther.
Jetzt hätte ich aber wirklich gern mal hier so ein Ding, wo ich speichern kann, bitte. Bitte, ich wäre bereit dafür. Ich wäre wahrlich bereit. Oh. Wo fahren wir hin, wenn wir das benutzen? So einfach hätte das gehen können. Das ist ja wunderbar. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles abgegrast, oder? Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Das haben wir. Ja, wir haben ja alles abgegrast. Ich habe nur das liegen lassen, was ich. Wir gehen mal da hinten hin. Wir drehen uns mal um. Habe ich in die richtige Richtung? Ich glaube nicht. Nee. In die Richtung laufen. Gott, das fühlt sich alles so riesig an. But you crumbled. Hier lag irgendwas komisches, gell? Das war doch dieses komische Harz da. Dieses böse Harz. Ich gucke mal da vorne in das, da rein. Oh Gott. Ich warte immer noch, dass wir hier irgendwann drin sterben. Was gibt's hier? Okay, ich hätte gerne ein Cephilium-Päckchen zum Mitnehmen, bitte. Wir sind noch so weit weg vom Berg. Wir müssen noch so viel machen vorher. Und im Berg ist doch dann unser empfindungsfähiger Typi. Und dann kommt ja auch noch ein Endgegner. Oh nein, gut. So, genug gejammert. Ich will nur mal gucken, was hier liegt. Ach so, das Scheißding. Wir müssen... Kommen wir da nicht irgendwie hin? Das ist doch auf der einen Ebene. Da müssen wir doch irgendwie hinkommen. Warte mal. Kommen wir jetzt da hoch. Achso, hier hapert es schon. Komm, geh mal da hoch. Ach, Celine. Wir müssen jetzt mal ganz kurz... ob das überhaupt drin ist? Hier ist ein Podest. Ist das ein Podest für uns? Haben die das extra für uns dahin gemacht? So, jetzt sind wir hier. Was ist hier los? Hä? Wo ist meine Kiste? Wo ist meine Belohnungskiste? Bin ich jetzt umsonst hier hochgelatscht? Toll. Prozent Chance, dass Gegner beim Tod explodieren. Ist das gut? Eindeweit-Knoten. Ist das gut? Der Eindeweit-Knoten. Jetzt habe ich aber keinen Schlüssel mehr. Ich bin traurig. Ja. Hier haben wir... Ach nee, hier waren wir noch gar nicht. Da ist ein Schlüssel. Boah, war ich nicht gut. Oh Gott, da drüben, das sieht schon wieder so schrecklich aus. Oh Gott. Das sag ich doch. Nein, der liegt da noch. Klapp, klapp, klapp.
Oh, das hört sich sehr groß an, muss ich sagen. Das hört sich wirklich sehr groß an. Hä? Oh, da hinten wird gerade was gebastelt. Harz? Ein Slot, schade. Behebt sämtliche Fehlfunktionen. Haben wir gerade eine Fehlfunktion? Wir nehmen es einfach mal mit. Bröckelt hier alles. Obwohl, die sind gemein, die Empfindungsfähigen. Kein Wunder, dass hier alles bröckelt. Wir sammeln erstmal schnell das da vorne ein. Ja, Harz, Harz. Ja. Jetzt sammeln wir das hier ein. 25. Das wird ein weiter Weg. Das wird vermutlich ein sehr weiter Weg. Oh. Hier waren nur so Billo-Dinger. Wahrscheinlich kommt jetzt hier ein übelster Gegner raus. Jetzt könnten sie mir aber bitte mal so ein Rekonstruktor-Ding da schicken. Bitte. Oh Gott, das kommt bestimmt danach. Wisst ihr, wann so ein Rekonstruktor-Ding kommt? Danach. Ja. An dem Ding ist, dass wir da dran müssen. Wir müssen da recht nah dran unseren Nahkampf machen. Angst. Angst ist da. Da kommt man nicht hoch, weil es gemein ist. Okay, wir können jetzt hier zurückreisen, wenn wir das wollten. Also wieder nur ein Harz. Mann, ich brauche doch aber was für zum Mitnehmen. Wir machen das jetzt auf. Gibt es goldene Spule. Wie war eigentlich unsere Waffe nochmal? War die gut? 8, ja, die ist halt sehr gut. Sehr gute Waffe. Was macht dieses das Ding da, was wir dabei haben, nochmal? Was macht das? Generiert einen Schild, der vor dem nächsten Treffer schützt. Oh, das hört schon gut an. Ach, hört doch auf, ey. Komm der bitte her. Soll ich schon mal schießen? Schieße ich ihn da überhaupt die ganze Zeit ab? Hallo? Hier halten. Wo ist die andere Type? Ich habe meine Waffen. Der ist doch jetzt hier. Wo ist der? Hä? Wo ist er hin?
Nein, ich hab's versaut. Oh nein, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Bäm, ey. Vermutlich ein Entrückter. Bäm, ey. Okay, unser Arsch glüht. Die Waffe brauchen wir dann wohl doch nicht. Ist leider getroffen. Mein Herz getroffen zu fühlen. Irgendwas da macht Bubberung. Kann man das irgendwie kaputt machen vielleicht? Nee, kann man nicht kaputt machen. Film Harz haben wir bekommen. Okay, hier reinfallen wäre wahrscheinlich nicht so geil. Ach so, wir hätten da drüben auch reingehen können. Mist. Ach so, wir müssen ja eh irgendwo hier lang. Hier kann man bestimmt irgendwo was lesen. Es würde mich ja wundern, wenn hier nichts wäre. Also wenigstens so ein Sammelteil könnten sie ja hier hinmachen. Muss ich den Empfindungsfähigen jetzt jedes Mal umbringen? Das wird echt scheiße. Muss ich sagen. Wir müssen da hin, oder was? Ach nee, okay. Ach, wir müssen... Das ist ja gemein. Warte mal, was heißt denn das hier? Reparaturverstärker. Oh, das hätte ich nehmen können. Scheiße. Oh, das ist das falsche Tor. Doch auf die andere Seite. Oh. Das ist ungeil. Was ist denn da draußen? Oh Gott, Bereichssperrung oder was? Hier ist irgendwo ein Gerät. Ach du Scheiße. Oh Gott. Nein. Das ist aber ungeil. Warum bist denn du jetzt hier? Wo ist denn das andere Vieh hin? Da. Kommt das hier rum? Nee. Hä? Nein, wo ist es? Nein, was ist denn jetzt? Hast du uns hochgeholt oder was? Mach das denn jetzt bitte? Da ist einfach noch im Boden. Uiuiui. Ach, das nimmt uns mit.
War vielleicht nicht die beste Idee. Okay. Ja. Wir können jetzt natürlich. Also, wir sind jetzt hier praktisch umsonst, weil in das Wasser dürfen wir nicht. Was es irgendwie sehr traurig macht. Was ist denn hier los? Was bedeutet das hier eigentlich, was wir da... Oh, da ist auch ein... Oh nee, da gehen wir nicht hin. Warte mal. Wie gibt denn diese Fehlfunktion? Wir haben doch gar keine. Nur nach oben. Das ist doch bescheuert. Ich will endlich mal... Das kann man doch nur einmal nehmen, oder? Wir haben das doch schon einmal. Ach nee, haben wir gar nicht. Schadenserweiterung. Wir nehmen jetzt mal das und hoffen, dass das eine gute Idee war. Hey, hat das jetzt irgendwas überhaupt gebracht? Jetzt mal im Ernst, hat das jetzt was gebracht? Ich hab das andere nehmen können. Scheiße. Also wir werden jetzt nicht in dieses Tor gehen. Ich will es nur angucken. Mach mal auf, bitte. Nee. Sieht mir zu sehr aus wie eine Arena. Mag ich nicht. Mal ganz kurz gucken, wo wir überhaupt hergekommen sind. Ja, hier ist ja noch irgendwo eine Kiste. Komm mal jetzt dahin zu der Kiste. Hä? Ach da. Nee. Ist das? Ich glaube, das ist er. Angst? Nein, da war nichts drin. Irgendwas ist jetzt passiert. Hä? Ach, das war ja im Wasser. Ins Wasser kommen wir ja nicht. Uiuiui, komm mal da bitte hoch jetzt. Ach ja, sehr schön. Ja, das war jetzt natürlich im Müll, was ich da gemacht habe. Hat das, ich glaube, das hat nichts gebracht, das mit diesem, ja, das war irgendwie doof. Was war das jetzt? Irgendwas ist wieder passiert, aber ich will es gar nicht wissen. Ach ja, ach, wir sind ja hier, stimmt. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh. Hallo. Oh, oh Gott, ich hab schon voll erschrocken, ey. Ich weiß, warum sie zu Entrückten wurden. Göttliche Strafe für einen gescheiterten Aufstieg. Aufstieg. Das Wort hat meine Lippen kaum überquert. Da überkommt mich das Bild eines überweltlichen Wächters in der Tiefe. Ich habe Visionen des vor mir liegenden Weges. Sie führen mich hinab vom Olymp, hinein in mich selbst. Ich allein bin würdig.
Ich sag doch, sie ist Gott. Was ist ihr zugestoßen? Das bin ich nicht. Sie ist würdig. Niemand sonst ist würdig. Sie ist schon sehr von sich überzeugt, muss man sagen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Hä? Hä? Hängt hier eine Dings an der Decke? Also wir müssen nach oben, aber... Ach, da vorne müssen wir hin. Okay. Na toll. Hohes Kaliber, Superschwarm. Nee, will ich nicht. Jetzt habe ich aber Angst. Von hier sieht es so schwierig aus. Okay, gut, war rein einfach. Oh, hier liegt Leistung. Das heißt, hier passiert gleich irgendwas. Geht's denn dahin? Bitte keine Zwischensequenz. Okay, gut. Ach, hier können wir was lesen. Eventuell. Die Verbindung zu unseren Brüdern wurde zerstört, als wir in den Abgrund hinabstiegen. Und ob schon wir uns bei unserer Rückkehr vollständig fühlten, fürchten uns unsere Brüder. Oh, wir haben alles übersetzt davon. Oh, die sind irgendwie... Oh, die liegen ja auch gar nicht so lange hier, oder? Sind zwar schon ledern, aber noch nicht knorrig, wenn sie Knochen haben. Also ich würde sagen, bevor wir da reingehen, verstecke ich mich hier in der Ecke und sage... Vielen Dank. Es ist immer noch so traurig, dass wir das davon nicht mitnehmen können. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.